Hi Leute, willkommen zurück zu Europa News alles 3. Ich habe gerade ganz vergessen, wie das Spiel eigentlich heißt. So, Hero. Weltkrieg ist angesagt und schon mal gesehen, dass die Spanier total vernichtet werden. Wo? Überall. Oh, ja, minimal. Und die Aragon liebt uns. Warum nicht? Vielleicht auch, weil wir sie entlassen haben, aber... Alter, haben die großen Truppen. Boah. Es ist Russland, verdammt. Was erwartest du? Obwohl, die 48.000 Mann kannst du doch jetzt aufräumen, oder? Ja, klar, ich muss kurz warten, bis meine Truppen wieder volle Moral haben, dann greife ich sie an. Von zwei du kannst Seiten. Von zwei Seiten angreifen. Ja, schon klar, aber erst gleich. Außerdem werden ja bei dir sowieso wieder Verbände frei, sobald Schweden und so weg sind. Ja, stimmt auch. Und ich habe jetzt gerade nicht mehr aufgefallen, dass sie ja von Venedig und so auch noch Truppen abziehen kann. Und in Ungarn standen auch noch Truppen rum, die ich jetzt alle abziehen kann. Ich habe hier eine Armee vor Frankreich, die die eigentlich angreifen möchte. Also, ich habe jetzt mal alle meine Kriegsschiffe zusammengezogen. Zumindest so weit habe ich es schon mal gemacht. Okay. Oh Mist, eine Flotte muss noch reparieren, scheiße. Verdammt. Sollte eine Flotte nicht die 11.000 Mann da draufnehmen? Solltet ihr machen, egal. So, in Afrika ist jetzt meine Gegenangriffstruppe bereit. Okay. Spannend. Ja, total. Voll die harten Gegner. Ich glaube, wenn ich jetzt auch noch in Dings kämpfen müsste, über alle anderen auch noch, wo du gerade noch kämpfst in den Gebieten, glaube ich, Spielgeschwindigkeit 1. Haltlos überfordert, echt. Nee, ja, ich bin allein schon überfordert. Ich meine, da wo vorhin Spanien noch dabei war und so weiter, ich meine, das ist ja krass in Venedig und so. Ach, auf unseren Inselleien. Yay, Inselleien. Oh. Bauen wir doch mal ein Gericht in Paris. Lol. Ja, ich baue ja im Moment nebenbei immer wieder die Gebäude noch. Ach so. Lol. Deswegen haben wir nur immer gespart, die Inseln, wo wir die Kernprovinzen gekriegt haben. Rebellen! Lol. Die Scheiße, ich habe ja alle meine Transportschiffe abgezogen, ja. Fuck. Ich weiß bei den Russen immer nie, ob das jetzt unsere Truppen sind oder die russischen oder wer das ist, das weiß ich immer nie so richtig. Muss mir jetzt mal einen neuen General holen hier. Oh lol, wir haben ja kaum noch Generäle, fällt mir gerade auf, naja. Aber unsere Generäle, ich habe gerade einen geholt mit 100 Armeetraditionen. Good job. Oh Gott, muss meine Flotte weit fahren, nur um jetzt dieses eine Trump aufzunehmen. Deshalb lasse ich eigentlich lieber eine Flotte in meine Asien zurück. Naja, ich habe jetzt zumindest einen anderen Plan erstmal, wie ich den Krieg verstärken kann. Die Nordallianz meint ja, im Norden ein bisschen Stress machen zu dürfen. Die haben da ja auch ein paar Kolonien zumindest. Okay. Leute, in Kuban sind ja gerade irgendwelche georgischen Nationalisten, die Georgien für uns erobern. Okay. Also ein Gebiet für Georgien von Russland erobern, so rum. Okay. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, die Russen haben ein kleines Problemchen, ne? Wieso ist eigentlich unsere Forschung in allen Richtungen außer Armee und Flotte so niedrig? Ich meine, Handel sollten wir vielleicht mal ein bisschen forschen mehr. Ja, wir können eigentlich mal, sind ja relativ weit, was Armee angeht, sind wir ja die weitesten. Im Prinzip, also können wir davon ruhig mal ein bisschen runtergehen. Also ich mach mal. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Ich kann nicht. Ja, aber das wird dann immer wieder zurückgestellt bei dir. Egal. Ich hab's jetzt mal gemacht. Trotzdem drauf. So, jetzt habe ich es eingestellt. So. Passt. Good. Good, very good. Dem Russen gefällt das, gell?
So, jetzt haben wir die Stadt auch erobert, das heißt, wir können hier mal rüber marschieren. Aha, wir haben eine neue Kernprovinz erhalten. Und das ist wo? In Kilwa. Muss irgendwo da unten sein. Ah, okay, in Mutapa. Also wenn du von Mutapa Kilwa eroberst, kann ich sie dir nachher geben, wenn du Frieden machst. Oder auch so eigentlich. Darf ich Spanien um Militärzugang bitten? Ja, auch nicht. Ich muss einmal da durch. Ich hatte nämlich mal vor, meine gesamte Nordamerika-Truppe mal einmal zu versammeln. Wie viele Mann sind das? Um die über 100.000. Lol. Ich wollte die halt noch mal einmal wieder richtig organisieren. Sehen. Ah, jetzt muss ich von Mexiko auch noch Militärzugang. Sind sowieso unsere Amigos. Amigo! Arriba! Da fällt mir gerade mal ein, mit den Ländern, mit denen, die wir vorhin entlassen haben, machen wir mal. Ah, der Chile ist so ein Drecksland, die haben unser Bündnis abgelehnt vorhin. Spacken. Ah, die sind raus aus unserem Bündnis. Das ist schon irgendwie voll asozial, weil wir haben die irgendwie gerettet. Bei unserer EU4-Runde musst du dich ja selber retten. Von Vasalisierung und Eroberung. Ja, schon. Lol. Wie unser Flottenunterhalt einfach mal doppelt so groß ist wie unser Armeeunterhalt. Echt? Ja. Lol. Also so Flotten sind so scheiße teuer, das ist so krass. Ist ja irgendwie logisch, oder? Ja, für die Abonnenten in der EU4 Multiplayer-Runde, die wir gestern da angefangen haben, also das ist nichts Großes, relativ klein halt so. Da haben wir halt, was soll ich sagen, da haben wir, da spiele ich halt Norwegen und man ist ja am Anfang als Norwegen Vasall von Dänemark, wobei ich jetzt denen gestern den Krieg erklärt habe, besser sind Unionspartner, besser gesagt. Russen, 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 Russen. Viele Wodka? Russen. Wodka? Zu viele Russen. Ihr kommt auch noch Wodka? darunter. Wodka? Kein Wodka oder Wodka? Kein. Wodka. Putin. Wodka, Wodka, Putin. Ja. Ich Auf kann jeden voll gut Fall, Russisch. wir verlieren übrigens voll viel Geld, gell? Ja, ich weiß. Na, wir sollten vielleicht mal aufhören, Gebäude zu bauen. Wieso? Weil die Geld kosten. Ja, die bringen aber auch Geld. Welche Gebäude baust du? Ja, die Zoll, die Sachen, die Steuereinkommen erhöhen. Aber auf hoffentlich nur in den Städten, wo gut Steuern sind, oder? Natürlich. Logisch, Ich mach klar. immer da, wo das höchste Einkommen ist, in Steuern und dann baue ich immer. Bis halt voll ist. Und dann Okay. gehe ich in die nächste Provinz. So, komm. Hat Finnland eigentlich Truppen? Ich habe noch gar keine gesehen bisher. Was ist Finnland? Nochmal einen General rekrutiert. Bist du sicher, dass du die finnische Armee nicht schon aufgerieben hast? Keine Ahnung. Oh, schön, man sieht wieder portugiesische Soldaten. Ja, ich mag Portugal. Aus irgendeinem Grund mag ich die voll. Argentinien, Chile, alles in Südamerika, schön. Scheiße, ich weiß nicht, wie lange geht der Partzucker schon. Ich habe vergessen zu. Idiot. Wie lange meinst du, geht er ungefähr? Keine Ahnung, wie ich das weiß. Ich guck mal schön nach. Eine Sekunde, Cut. Idiot. Jetzt, ja. So, jetzt geht's weiter. Yannick ist ein Idiot. Ja, bin ich. Aber ich habe eigentlich hätte ich gedacht, so ja, so 15 Minuten, guck gerade nach, waren es 8 Minuten, aber das passt dann also. Fast genau richtig geschätzt. Nur um die Hälfte vertan. Genau. Ist ja nix. Wo ist eigentlich meine Flotte im Moment? Ja, wollen wir mal mit Äthiopien weißen Frieden machen? Nein. Äthiopien. Ich komme mehr als der Zugang von Adan und da wird er einmarschiert. Ich habe weißen Frieden angenommen. von denen nicht und von denen auch nicht. Ah. Neue Kernprovinz erhalten. Grodno. Wo ist das? Grodno da. Also eins muss man sagen, grafisch hat sich zu EU4 echt viel verändert. Also EU4, da sieht dieser die Terrainkarte gut aus. Hier sieht die scheiße aus. Sollen nicht wegrennen, die Loser. Scheiß Russen, flieten.
So. Irak mache ich auch mal Frieden. Was ist Irak eigentlich? Ach, da oben. Apropos, Yannick, wie lange willst du das Let's Play jetzt eigentlich noch genau machen? Das weiß ich noch nicht. Lass doch einfach Challenges stellen oder so, was noch gemacht werden soll. Weil ich meine, es gibt nichts, was du verpflichtend noch machen musst. Du hast so viel Scheiße schon gebaut. Ja, stimmt eigentlich. Ja, Die eigentlich wollte ich Welt. halt noch spielen und gucken, was passiert bis zum Enddatum im Prinzip. Okay. Hatte ich eigentlich so vor. Aber man kann natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was man noch so machen soll, ob jemand Ideen hat für irgendwas, was weiß ich, zum Beispiel Indien erobern oder so. Oder China oder Scheiße. sowas. ja, Ach, da würde ich ja dann Scheiße. auch mitkämpfen, so ist ja nicht. Ja, Oder aber irgendwelche anderen trotzdem ist das Sachen. Arbeit. Ich bin faul. Was ich mir mal überlegt habe, was vielleicht sollte man mal Dings erobern, wie heißt ein Suezkanal. Und dann könnte man nämlich von da aus nämlich nach Indien rüber. Sozusagen. Hä? Ja, halt beim Suezkanal da, weißt du, ich meine da halt beim Roten Meer und so ist das, glaube ich. Beim, ja, Kommst beim. du nicht durch? Ich weiß, aber dass man halt eben eine Stadt, die runter nach Indien geht und eine ins Mittelmeer erobert, sozusagen, weißt du? Keine Ahnung, Zig, Quatzig, Kairo und Delta zum Beispiel und dann halt eben, da Als hast du. auch außenrum. Warum? Ich Das ist meine, weniger Umstand. ja nee, weißt du, dann kannst du eine Flotte da reinstellen Ja, ich und eine weiß, aber Flotte im es ist weniger Mittelmeer. umständlich. Das ist, dann hast du eine, die zwischen den Teilen hin und her fährt. Warum haben wir eigentlich gerade so viel Geld bekommen? Ach ja, weil Jahresanfang war. Ja, okay, gut, hast schon recht. Ist meine eine Flotte jetzt eigentlich immer noch auf dem Weg? Also, Schweden ist jetzt auch raus aus dem Krieg. Und die haben zwei neue Verbündete. Du hast Franzosen eine Rebellion durchführen lassen. Yannick, erschieß dich. Das machen die irgendwie immer, die Größenwahnsinnigen. Oder diese Vollidioten, wollte ich eher sagen. So, jetzt habe ich Frieden mit Schweden. Und es gibt zwei neue Länder auf der Welt. Juhu. Welche? Gotland und Island. Check. Aber Island wird man vielleicht annektieren können, per. Ey, Yannick, sind wir in unserer EU3-Runde. Island ist meins, da geht keiner ran. Kein Witz, wenn jemand Island erobern will, dann schlage ich zurück. Ich mache jetzt mit Dänemark auch Frieden, ich habe keinen Bock mehr auf die, die gehen mir auf den Sack. Also ist es dann nur noch Russland und Kleinvieh? Ja. Jetzt müssen die mir auch schon mal Geld geben. Willst du vielleicht mal mit Litauen auch Frieden schließen? Ja, bald. Weil, was willst du von denen eigentlich haben? So viel wie möglich. Entlassen können die nix. Ich habe jetzt Jylland erobern von den Dänen. Okay. So, jetzt muss man mal unsere Armeen zusammenstellen hier. Die hier und die hier einfach mal. Die zwei da. Und die zwei. Darf ich Portugal zu den Waffen rufen? Noch hart. Wenn sie ablehnen, dann töte ich sie. Großartig. Bringt's. Also, sie haben 17.000 Mann schon wieder, hallo? Yannick, toll, dass du sie erobert hast. Du bist ein Idiot. Ja funktionieren Das können. ist lächerlich. Mit wem sind wir jetzt noch im Krieg? Russland, ne? Und. Ja, und so ein paar Afrika-Ländern und Genau, so. Afrika, da kümmern wir eben jetzt drum. Wir sind auch mit Afrika und Osteuropa im Krieg, so viel dazu. Also dem Teil von Osteuropa, der uns nicht gehört. Litauen, Moskau, Novgorod, Novgorod, Novgorod. Ja, pff. Gut, dass wir auf Timor so eine Festung haben und es nur 4000 Rebellen gibt, sonst wäre das Ding schon lange gefallen. So, jetzt fragen wir mal bei denen hier, bitte um Militärzugang, wobei, ne, das braucht mir zu lang. Das machen wir anders. Scheiße. Was ist los? Wir müssen demnächst nochmal einen Krieg gegen Spanien führen, Warum? weil wir die Mission Guatemala erobern nicht eingehalten haben. Achso, Egal.
Haben ja Zeit. Ich habe wieder ein paar Cores bekommen. Ja, so ein paar Inselteile, so ein paar kleine Kolonien. Ja, immerhin. Ah, komm, Rebellen. Nervt nicht. Ich Leute, wir glaube, haben das wäre eine der Zweck. Kriegsmüdigkeit von 0, obwohl wir so krass viel Krieg geführt haben. Und es wurde ja auch einiges bei uns immer mal wieder erobert. Ja. Finnland. Ja, ich muss da jetzt durch. Wie durch Frankreich, hä? Was? Ja, nee, das ist Krieg da. Wo ist das? Ach, wieder auch du. Echt? Nervig. Ach, da ist das, stimmt. Was können wir eigentlich von Russland fordern? Das ist mal ganz interessant. Ah, Nationen entlassen. Aber was für eine Liste. Erstmal gucken, wo haben wir Kernprovinzen auf den zwei Gebieten? Okay. Wie viel Prozent haben wir bei Russland? 40. Was können wir entlassen? Kiewa. Ja. Bürchen. Das lohnt sich. Eurathorde. Black. Oh. Leute. Wir können Moskau annektieren und wieder entlassen. Leute. Ich warte. Egal. Also wir warten noch ein bisschen und dann können wir Russland auch fertig machen. Sollen wir vielleicht jetzt gerade neue Einheitentypen festlegen? Gerade ist doch kein Krieg, oder? Ja, gerade können wir eigentlich machen, ja. Also ich habe halt nur gegen. Obwohl, nee, warte, warte, warte. Gerade nicht in diesem Moment. Ich muss gerade noch ein paar Afrikaner erschießen. Er tut mir leid. Guck mal nach Mutapa. Richtig böse. Kann ich doch nichts für, wenn die mich überfallen, heimtückisch. Also bitte, die sind schuld. Die haben angefangen. Jetzt weiß ich, was hier das Problem ist. Wo ist meine Flotte? Ach da. Gesunken. Deshalb haben wir so viel Geld. So, jetzt muss man halt hier oben rum marschieren, auch egal. Braucht halt alles ein bisschen länger, aber was soll's. Alter, wie viele Republiken es jetzt auch gibt. Naja. Es gibt eine Diktatur. Wo? Yay! In Argentinien. Echt? Und in Lol. Venedig auch. Republikanische Diktatur. Lol. Die Inka sind zum König, sind Königreich. Revolutionäre Republik ist Mexiko. Revolutionäre Republik ist Chile. Was gibt's denn noch für tolle Sachen? Kongo ist eine Stammesföderation. Ach, Bulgarien könnten wir mal raus aus dem Krieg hauen. Was fordern wir denn von denen? Ach, fuck, ich kann sie nicht vassalisieren. Was ist das denn? Können wir eigentlich auch zur Demokratie werden später? Rein theoretisch schon, aber ich finde es nicht so toll, um ehrlich zu sein. Wenn wir es in Deutschland eine Demokratie einführen, ist ja wohl nicht schlimm. Oh, Russland macht ein Handelsembargo. Warum bloß? Naja, ich bin gerade am Überlegen. Ich könnte von Bulgarien im Prinzip alles bis auf die Provinz Bulgarien Hättest du jetzt was plündern. dagegen, wenn wir neue Truppen einführen? Nee. Gut, Napoleons Quadrat. Was noch? Ich weiß nicht, soll ich von Bulgarien alle Provinzen bis auf Bulgarien fordern? Mehr geht nicht, leider. Kostet 12 Mach mal. Ruf. Mach mal. Okay. Ah, warte mal. Geld, 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 Geld. 75, yay. So, ups. Ja, ne, guck mal nach Nordamerika an die Küste. Das ist mein Nordamerika-Korps. Lol. Ja, ist nicht schlecht für die Kolonie. Ich glaube, ich habe es minimal übertrieben. Noch weiß. Ich will gar nicht mal meine Truppen zusammenziehen. Wahrscheinlich kriege ich dann die Vollkrise, wenn ich meine Truppen zusammenziehe. Dann sind es extrem viele vermutlich. Ich baue jetzt erstmal wieder 16.000. Was für Division soll ich eigentlich bauen? Gute Frage. So, jetzt haben wir auch noch Cylon. Ernsthaft? Noobs. Noobs. Das ist doch nicht denen ihr Ernst, oder erst erklären die uns den Krieg. Ah ja, Mexiko ist nicht mehr unser Verbündeter.
Nein, Mexiko! Verräter! Aizor hat uns einen Krieg erklärt. Ah, jetzt kommen sie alle, weil wir unsere Ruflimit so hoch ist. Also diese ganzen Indienländer gehen mir vor auf den Sack. Haben die jetzt alle den Krieg erklärt Oh oder ja, was? tatsächlich, ja. Das hast du eine neue Aufgabe. Fuck, ich hab. Ja, ich hab diese ganzen tausenden Soldaten. Kannst du deine Flotte vielleicht nach Amerika schicken? Ja, eine Sekunde, ich brauche noch geschwind. Brauche ich sie noch? Eine Sekunde, jetzt. Schick sie einfach nach Flotte. Amerika zu der Truppe, die da steht. Ja. Ist auf dem Weg. Ich schick meine jetzt ebenfalls dahin, meine gesamte Flotte. Dann haben wir eine riesen Schlachtflotte, mit der wird eine Riesenmasse an Truppen transportiert. Boah, wird das denn D-Day? Ach so, Yannick, der Rest von deinem Nordamerika-Korps wird gerade erst eingeschifft. Sind nochmal 11.000. Lol. Würde dann jetzt gerne mal die Stadt erobern. Lol. Korea. Was wollen Sie es wissen? Hab gerade gedacht, wir sind fertig mit unserem Weltkrieg, aber es geht weiter. An einer davon ist der Weltkrieg vorbei. Wir schaffen uns die nächste durch unsere Scheiß-Asozialität, durch unseren Ruf. Durch unseren guten Ruf. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann aus dem Gebiet Moskau, das aus zwei Städten besteht, ein neues Gebiet entlassen, und zwar Smolensk. Dann gibt's Moskau Ja. gleich nicht mehr. Was mache ich jetzt? So. Hä? Nee. Lol. Das ist jetzt unser verbündeter Staat, den rufen wir jetzt erstmal zu den Waffen. dann entlass doch jetzt mal nochmal Moskau aus Russland. Ich weiß nicht, ob es geht, keine Ahnung. Warte, ich guck gerade. Ja, Geht geht. nicht. Doch, Doch, geht. geht. Geht, ja. Mit neuen Provinzen. Oh, das sind aber einige Provinzen. Ja, jetzt sind es mehr als letztes Mal, ne? Naja, aber ich habe schon andere Länder im Dings. Weißt, die sind da ein bisschen zusammenhängender. Ich finde, Moskau ist so ein bisschen arg auseinander. So, ich würde sagen, wir können uns deswegen jetzt auch nicht beschweren. Ein Oh, lang lebe der Thronanwärter. Kaiser. Huhu. Ich habe ja so Angst, ein Ein Thronanwärter. Kaiser. Lang lebe der Kaiser. Na bitte. Für das Zwölf. Reich, gell? Wir haben Thronanwärterrebellen, ganze 1000 Mann. Also, ich erobere jetzt wieder drei weitere Provinzen. Mach du mal. Wo denn? Hey, warte, dann ist unser Ruf aber Marsch. Ja und? Yay, dann ist nochmal Weltkrieg. Ich meine, das ist Ah schön, fuck, irgendwie. eine Pro fuck, die Provinzen habe ich jetzt. Nein, die gehören Sarabjoschi jetzt. Alter, scheiße, ich Egal. habe voll nicht drauf geachtet. Fuck. Egal. Erstmal eine Warnung. Kacke, ich habe da voll nicht drauf geachtet. Mann. Egal, hol nicht rum. Man kann nicht alles richtig machen. Außer man ist so awesome wie ich, Albanien aber. weil oh. Oh. Siena! Smolensk hat uns direkt erstmal verraten. Oh, Spastis. Oh. Ich glaube, es hat uns noch ein Verbündeter verraten, aber. Oh, Paris! Frankreich ist wieder zum Krieg! Jetzt sind sie tot. Jetzt sind sie tot, jetzt haben sie es geschafft. Warte mal, ist. Ich dachte, England wäre mit uns im Krieg, aber die gälischen Highländer sind mit uns im Krieg. Ja, das sind Verbündete von Frankreich. Die haben wir mal entlassen, die Gälen. Glaube. Nee, wobei, Gell. nee, das waren Rebellen, glaube ich. Russland haben wir Okay, immer noch deine nur riesige 40 Kriegsflotte ist Prozent. jetzt bald da. Irr, viele Rebellen haben wir bekommen gerade. Ach stimmt, das hättest du vielleicht überlegen sollen. Wenn das Ruflimit überschritten ist, gibt es auch scheiß viele Rebellionen. Alter, wir sollten den einen safe laden, bevor wir diese Gebiete da erobern. Um ehrlich zu sein. Klassische Nordamerika, erstmal Rebellen jagen, scheiß auf Indien. Ja, aber nee, wir sollten den Safe davor nochmal laden. Um ehrlich zu sein, das war ein bisschen arg doof von mir. Also ich meine, wenn es jetzt Ding ist, vor allem, weil es ja nicht mal unsere Gebiete sind, oder?
Weiß nicht, ich finde schon. Ja, okay, es wird langsam kritisch. Also wir laden jetzt gleich nochmal den Safe neu, machen einen neuen Part. Ich denke, das ist ja nicht allzu schlimm, weil es waren ja auch nicht unsere Gebiete da, die wir gefordert haben. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.